Es ist ein herrlicher Abend, das Wetter spielt mit, liebe Fußballfans. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Übertragung. Ich freue mich sehr auf diesen Doppelkommentar. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld und an meiner Seite ist wie immer Jan Platte. Wir freuen uns drauf. Wir sind heute bei einem Rivals-Spiel. Ja, die Fans sind schon sowas von heiß, Jan. Die machen hier schon richtig Bambule. Geht die Siegesserie der Heimmannschaft hier in Rivals heute weiter? Das ist die Frage, die sich alle stellen. Meiner Meinung nach stehen die Chancen gut, weil sie einfach top drauf sind aktuell. Gut gestaffelt und so holen sie diesen Pass. Das war gut gespielt, aber im letzten Moment gerade noch den Ball gewonnen. Das ist also die erste Elf. Der Football-Preis. Machen Sie was aus dieser Chance. Boah, die legen direkt los. Das ist es. Das 1-0. Andy Robertson. White. Das ist natürlich ein starker Ball in die Tiefe. Und dann machen sie doch nichts draus. Das hier ist super. Sehr gutes Dribbling. Da haben sie sich stören lassen. Der Ball ist weg. Jetzt schauen wir auf diesen Angriff. Die Football Pies. Neymar. Nkunku. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Ja, und seine Laufarbeit zahlt sich hier aus. Hoher Ballgewinn. Neymar. Na, der Abschluss. Und der kracht an die Latte. Dabei war der so schön gesetzt, der Ball. Aluminiumpech am Ende. Hätte ein Tor verdient gehabt. So ein Abschluss. Bukayo Saka. Das ist jetzt ihre Chance. Der ist nicht drin. Wie hält der den denn noch? Ah, machen Sie die Räume gut zu. Ja, das ist ein guter Ball. Zentimeter fehlen da. Gut gemacht, den Ball geholt. Also im Zentrum ist gerade ein Gewusel, ständig der Ball weg. Auf Außen wird Platz für Saka. Och, die Flanke wird lang und länger. Nee, die kann niemand erreichen. Es gibt Einwurf. Ja, macht das super. Idealer Zweikampf. Ben White. Robertson. Hinter die Kette. Gutes Auge hier. Ah, Aufbau nicht schlecht, aber jetzt der Ball abgefangen. Rodman. Ja, jetzt läuft der Angriff. Die Football Pies. Ah, der Angriff ist erstmal rum. Gut gelöst. Den fängt sie ab, den Pass. Neymar. Zu schauen. Wo könnte was gehen? Wo ist uns? Das sieht gut aus. Vielleicht die Chance. Und da fehlen nur Zentimeter. Super abgezogen. Ja, spricht für die Entschlossenheit. Dieser Abschluss. Allerdings wird das Ganze nicht mit dem Tor belohnt. Ja, fängt hier diesen Pass ab. Suchen Diogo Jota. Und die Football-Pies mit der Ecke.
ist geklärt, aber noch nicht endgültig. Torwart ist da, Ball entsorgt, keine Gefahr. Ja, der hohe Ballgewinn, das ist genau, was du haben willst. Sie versucht's. Ja, er kann den hier halten, aber nicht endgültig. So, das war's dann erstmal, keine Gefahr mehr. Ja, wenn der reingeht, dann liegen sie hier mit zwei Toren hinten. So bleibt es weiter spannend. Die Parade natürlich großartig. Cole Palmer. Neymar. So, sie machen hier Druck. Und jetzt sind wir da, wo sich Spiele entscheiden, im letzten Drittel. Ja, das sah gar nicht schlecht aus, aber dann lassen sie den Ball liegen. Sancho. Ja, sehr aufmerksam. Ne, und damit ist Ende für den Angriff gut geklärt. Lavelle. Ja, und dann der Ballverlust. Kunku. Neymar haut sich da rein, stark gemacht. Guter Pass, das könnte was werden. Und das war's, wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause für beide Teams. Und mit dieser knappen Führung für die Football Pies geht es also rein in die zweite Hälfte. Diogo Jota, Außenbahn bietet sich an. Das ist gut gespielt, aber am Ende ideales Stellungsspiel. Ball abgefangen. Machen sie gut, gut gespielt. Und jetzt wird es die Chance. Stehen sie. Guter Block. Ecke für die Football-Pies. Jetzt die Ecke in die Mitte. Das geht. Ja, die Ecke musst du erstmal so halten, wenn du so einen Druck kriegst. Der Abwehr ist voll. Da holt sich den Ball. Lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, hat es faul erkannt, gibt Vorteil. Jetzt gibt es hier den Einwurf. So, Spiel ist ja weitergelaufen, aber die Szene haben wir, glaube ich, alle noch im Kopf. Und jetzt gibt es hinten raus noch die gelbe Karte dafür. Gibt genau das, was wir alle erwartet haben. Hartes Einsteigen, nachträglich gelb. Ah, ordentlicher Versuch. Und da kommt er gerade noch an. Den Platz flankt er. Und was eine Gelegenheit jetzt. Und wieder bleibt der Ball genau dahin. Boah, aus der Luft direkt genommen und reingezimmert. Das ist ein Megator. Robertson. Ne, der Ball kommt nicht an. Lavelle. Ja, den hat er sehr gut abgefangen, diesen Pass. So, Foul, Freistoß, klare Sache. So, da gibt es nochmal einen Wechsel von der Bank. Diogo Jota. Ja, schön gehalten den Ball.
gewechselt. Und er bringt die Ecke rein. Boah, super Sekret. Ein klasse Kopfball. Und dann so eine Parade. Stark. Kein Elfmeter in dieser Szene eben. Und was die Fans von dieser Entscheidung halten, ja, das ist nicht zu überhören. Und das muss doch das Tor sein. Und hält diesen Ball. Gut gemacht. Es ist schon beeindruckend, wie ich finde, wie sehr sie dieses Spiel unter Kontrolle haben. Das ist ein Klasse. Was machen sie draus? Sind fast schon durch. Also da geht alles vor dem Tor. Nummer 3 ist perfekt. Der Dreierpack. Aubameyang schießt aus der Distanz ziemlich weit weg. Und kann hier den Ball mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Und Ecke. Geklärt. Alles wieder gut. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Und auch der ist drin.
Hi everyone and welcome on this fine evening to the Nike Air Zoom Arena. Fernando Palomo here with you and I'll be bringing you all the end-to-end action. Get ready for some rush. 3, 2, 1. There goes the ball, go get it. That's a great scoring opportunity. Go, go! One. Moving the ball well up on the right wing. Could be a level here. And that's a really good stop. They've read that play well. They're breaking at speed. Good looking move here. Great work from the defender. Please at home stand up and clap. And see how they move forward. They could be finding something here in the middle ground. Like the goal! What a match so far! And that's a wasted bit of possession. Great read by the defenders. They did a great job. Nepita! Marvin got it in a really dangerous position. Good save, but danger still on. Goal! Just listen to that crowd. What a finish! And we are going to resume play. That's an early ball into the box. And the keeper hangs on to this one. Hey, the counter could be on in this one. Nice spot to get the ball again. A bit of room out wide. And that'll clear the danger. They'll clear that ball out for a throw-in. Good challenge. Well, it turns out to be an easy save in the end. Could be a real chance here. A chance to level it. Oh, you gotta be kidding. They missed it. Ball's back into play. Hey, Le Piga. Oh, no issues at all stopping that one. They're breaking at speed. It's a great read of the play. They're in possession again. That's a great ball to split the defense. And that's a great block. That attack ended neatly. Starting to move forward. Hits it. Great effort to get the block. The patience in that buildup, that's commendable. Just need that final pass to break. Great positioning to just cut out the play. Good looking move here. That's a beautiful pass coming in. And they're one-on-one with the keeper. Attempts to tie. It's the goal! Goal! Tied up now. You can just sense the drama coming. What a match so far! That was an easy one for the goalie. Beautiful move to find the space. A good chance here to pull ahead. Back in possession again. And playing it short to resume play. Well, it turns out to be an easy save in the end. Yes. Ball in the halfway point. And it goes out of bounds for a throw. That's a good-looking tackle. It's a great place to get possession. The clock's been winding down steadily, and we're halfway through this match. What will we see in the second half? That was a decent stop right there. Good job. Played in well. There's a lot of teammates there. Not played safe with that clearance. They've read that play well. They're breaking at speed. And the keeper drives it. They stop an amazing goal scoring chance.
Well, let's see what they do from here. Oh, look at that. They might turn this into something. Hey, they caught you there. Offside. Whistle's gone. We're going to get things moving again with that short pass. Well, that save certainly not going to make a highlight reel. Only the keeper in the way now. The goal! That's the go-ahead one. Will we see a reply from the opponents from now? That's what they put them in goal to do, those kind of plays. On for a corner. Nepiga quickly there. Nepiga! Oh, crucial defending. They just won the ball. That was a good challenge. It's a great place to get possession. Great read by the defenders. He did a great job. It could not break down the defense here. Could be on level here. That was straightforward piece of goalkeeping. Starting to move forward. Ahí le pega por la ventaja. That's a stop to target. And we're getting things back underway. What an elegant way to defend a golden opportunity. And that's a wasted bit of possession. He just decided to use the bodies now, huh? That's an interesting move right there. Oh no, look out! That's a horrible pass from the keeper. It's a goal! They're ahead now! How important could that be for them? And we are going to resume play. This attack looks threatening. Watch out. Oh, but now it's a worthless challenge, and the play is stopped. A yellow card is shown. We're going to get things moving again with that short pass. It's safe, but it's back into play. Great read by the defenders. They did a great job. They're through on goal. They fire it. What an elegant way to defend a golden opportunity. There's been caught offside. Played short to get things going. Winning the ball back well. That was a heavy challenge, wasn't it? Something might be happening in this one. Look out. Get it down. Oh, he couldn't test a keeper. The ball played to a defender, and we're back underway. Great imagination to see that run in behind. This to tie it. Over the line. Goal! It's been really back and forth here tonight. It's all tied up again. Trying to chase things up a little. It's safe, but it's back into play. And they find themselves in an offside position. And they've got the ball back in play. Great work from the defender. Please at home, stand up and clap. To pull ahead. Ball's gone out. Let's go play some handball. And that's the end of regulation. They're going to have to settle it all in extra time. To extra time. Finding a bit of room there on the flank. Hey, 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 hey. Now tell me they can do it from here. My, my. Great bit of defensive work. They're breaking at speed. It's a great read of the play.
looping off. And they want a goal! This is the kind of goal I want to be getting on my cell phone forever. It's highly real material. Incredible bit of commitment. Grüße gehen raus in alle Wohnzimmer oder wo auch immer ihr uns zuschaut. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. An den Kommentatorenplätzen, wie gewohnt, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte für euch am Start. Das wird, glaube ich, ein schönes Ding, dieses Rivals-Spiel heute. Ja, die Fans sind schon sowas von heiß, Jan. Die machen hier schon richtig Bambule. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge, diese beiden Mannschaften im direkten Duell. Ja, das kann eigentlich nur großartig werden. Und da schmeißt er sich rein und nimmt diese Riesengelegenheit weg. Das sieht nach einer Riesenchance aus, diese Mann vorbei. Und direkt das Tor. 1-0, die frühe Führung. Dumfries. Und dann Guti. Und dann Hakan Çalhanoğlu am Ball. Oh, das ist einfach gutes Brett. Marcus Thuram. Und der Pass, der Ausgleich. Was eine Startphase in diesem Spiel. Macht richtig Laune.
Jota. Das ist zu leichtsinnig, der Ballverlust. Und gerade noch so abgefälscht, das Ding. Thuram. Ah, das sieht gut aus und ist auch effektiv. Ne, da ist er weg, der Ball. Jota. Der Abschluss. Ne, da kommen sie nicht vorbei. Guti. Dumfries. Hinter die Kette. Gutes Auge hier. Ne, Ball ist weg. Loftus-Cheek. Thuram. Guti. Ball erstmal geblockt. Und jetzt? Hakan Çalhanoğlu. Denzel Dumfries. Und dann Traoré. Und Thuram. Hakan Çalhanoğlu. Da kann er was draus machen. Und das Tor. Jetzt haben sie hier die Führung. Weiter geht's. Tor zählt. Alles gut. 2:1. Auf geht's. Gutes und gefährliches Zuspiel. Der Ball, aber nee, die Fahne geht hoch. Zu Recht geht sie hoch, Schmizo. Zu Recht. Es ist die Abseitsposition, weil der Pass einen Tick zu spät kommt. Jetzt schauen wir auf diesen Angriff. Die Football Pies. Klasse pariert. Guti.